Hi, willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ich muss zugeben, diesen Freitag bin ich total erschöpft. Ist nicht so, dass ich irgendwie was extrem Großes gemacht hätte, so, aber ich bin einfach fix und alle. Was vielleicht, also wo ich mich jetzt nicht unbedingt groß beteiligt habe, aber ich habe endlich den Sessel in mein Zimmer bekommen. Das hätte ich jetzt auch mal geschafft, aber... Es gibt Tage, ich glaube, das kennt jeder, an denen stehst du auf und es ist einfach alles scheiße. Nicht, weil es irgendwie ein schlechter Tag wäre. Und du hast auch sehr viele schöne Erlebnisse. Zum Beispiel, als ich gerade eben war, meine Pflegerin da und es war richtig schön und ich fand es toll und ich freue mich. Und nachher kommt dann noch Babette und trotzdem bist du so am totalen Energieminimum. Klingt komisch, ist aber so. Ich bin heute um 7 ins Bett. Jetzt haben wir ungefähr eine Sekunde. Das kann ich euch wie immer genauer sagen. Jetzt haben wir 16.49 Uhr. Und ich bin heute einfach überfordert. Ich habe heute so viele Dinge geplant gehabt, alleine vom Kopf oder vom Kalender, dass ich mir irgendwie gedacht habe, dann irgendwann, ich kann nicht mehr. Also als Beispiel, heute kommt meine Pflegerin, heute das Video, mein Hasen will ich ja auch noch ein bisschen mich drum kümmern, mein neues Spiel ist endlich geliefert worden, da habe ich auch schon ewig drauf gewartet und habe mich riesig gefreut. Ich kann es jetzt aber auch gerade gar nicht anspielen, was auch schade ist. Dann die Tatsache, dass ich heute schon um 14 Uhr mit einem Staubsauger geweckt wurde, weil ich den Sessel in mein Zimmer endlich tun wollte, getan habe. Und damit ich, wenn ich euch Videos drehe, es etwas gemütlicher ist. Das Geraschel ist jetzt übrigens meine Häsin, die ist heute auch etwas fertig. Und ja, dann musste ja vorher erstmal gesaugt werden, wo ich nicht verstehe, wozu. Aber ist halt so, obwohl eigentlich schon, man will ja nicht an dem Dreck noch mehr drin haben. Ja, doch, ich verstehe es. Ja, deswegen wurde schon um 14 Uhr heute Morgen, für mich heute Morgen, weil das waren ja... Ich bin, glaube ich, erst um 8 oder so eingeschlafen, vielleicht auch 9. Also ich habe heute auf jeden Fall zu wenig geschlafen und es ist so, es gibt so Tage, an denen einfach alles furchtbar ist, obwohl eigentlich alles schön ist. Also es ist weniger das, was passiert, ist alles schön, aber die innere Einstellung dazu ist so schlecht. Man ist so, warum? Ich freue mich riesig, dass Julia da war und wir hatten auch ein tolles Gespräch und ich fand es richtig schön. Wobei mir da auch eine Frage von einem meiner Zuschauer einfällt, nämlich wie ich mit meiner Kommunikation auf dem Laufenden bleibe, indem ich einfach viel mit Leuten rede, mit unserem Nachbarn, mit meinen Eltern, mit meiner Pflegerin, mit Babette. Ich versuche so gut ich kann und so viel wie möglich zu reden mit Menschen, die verständnisvoll sind und die eben nicht jedes Mal eingeschnappt sind, wenn ich was Falsches sage. Und natürlich auch mit Theo, aber das ist jetzt nicht unbedingt übungsförderlich. Ja, und so ist es dann eben, dass ich so versuche, meine Kommunikation aufrechtzuerhalten und auch frisch zu halten und mich an diese Konversationsregeln zu halten, weil was viele Leute stört, was bei mir aber eben eine Sache ist, die eben, naja, mich Gott, mich juckt an der Nase, entschuldigt, die eben so ist, weil es eben so meine Art ist, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ich würde euch jetzt nicht sagen, dass ich heute dieses Video mache und es total einfach fällt, es ist nämlich echt schwer. Wenn man so müde ist, dann will man im Prinzip bloß ins Bett liegen, Decke über dem Kopf und Ende. Aber ich sehe es als einen Teil meines... Oh mein Gott, selbst meine Haare sehen heute bescheuert aus.
Ich finde heute irgendwie alles schrecklich, furchtbar. Aber ich möchte euch so gut ich kann einfach regelmäßig die Videos hochladen, damit einfach ein Rhythmus entsteht. Und ich möchte, dass ihr sozusagen dadurch Teile von mir kennenlernt. Also mich kennenlernt. Nicht nur in einem Moment, wo es mir so, yay, alles gut, alles prima geht, sondern eben auch mal, wenn ich total down bin wie heute oder wenn ich nach so einem Overload zum Beispiel, ist mein größtes Problem, dass meine Motorik hakt. Das wollte ich schon im ersten Video erzählen, habe aber dann irgendwie das Thema verloren. Mein Sprachzentrum fällt dann manchmal aus. Es kann sein, dass ich dann 5 Tage am Stück nicht reden kann. Und das ist furchtbar. Du sitzt dann da und möchtest jemandem anders sagen, ich habe Hunger. Aber du kriegst die Worte nicht raus. Weil du einfach nicht mehr weißt, wie die Worte im Ausgesprochenen sind. Meine Mutter und ich können uns inzwischen gut mit Zeichensprache verständigen, mit Händen und Füßen, also es ist wirklich toll. Mein Vater auch. Der versteht inzwischen schon sehr viel mehr als vor noch ein paar Jahren. Aber es ist trotzdem für mich jedes Mal furchtbar, weil ich für mich mir dann die Vorwürfe mache, hättest du vielleicht dann nicht raus sollen, hättest du dann vielleicht dem Wasser ausweichen können, hättest du die Umarmung ausweichen können oder solche Sachen, wo ich mir dann einfach die Frage stelle, wieso muss das sein? So ein Overload ist ja schon vom Prinzip was sehr Schmerzhaftes. Das muss man sich vorstellen wie, ja, wie Migräne, könnte man sagen. Da tut dir das, ist, als ob dein Kopf nur noch platzen will. Es ist, als ob du beim Computer eine Datei zu viel reingestopft hättest und plötzlich auch mal macht Peng. Und 1000 Infos strömen in Sekunden schneller auf deinen Kopf ein und du denkst dir nur so, naja, eigentlich bist du nicht mal mehr in der Lage, irgendwas zu denken. Es tut einfach nur noch höllisch weh. Da helfen dann auch keine Tabletten, da hilft eigentlich gar nichts. Das ist einfach nur schmerzhaft. Und dann auch noch nach diesem, mich juckt es heute furchtbar, entschuldigt, nach diesem schmerzhaften Ereignis sozusagen auch noch nicht mehr reden zu können, ist mir dann teilweise lange Zeit sehr peinlich gewesen. Oder diese Pflegebedürftigkeit, die ich danach habe, dass ich dann einfach nicht ein Brot mir schmieren kann. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach, weil ich nicht mehr weiß, wie es geht. Weil ich es einfach komplett verlernt habe für ein paar Tage, wie kochst du, wie putzt du, wie ziehst du dir dein Hemd aus? Letztes Mal bin ich, das war wirklich so, dass ich, wenn ich ins Bett gekommen bin, das Erste, was war, ich erst mal Mama sagen musste, Mami, kannst du mir, also nicht sagen, aber ihm zeigen, Mami, das Hemd, ich komme nicht mehr raus. Das sind so Kleinigkeiten, die dir im Alltag normal erscheinen, die dann einfach für Tage lang blockieren und weg sind und du dann erst merkst, wie wichtig die eigentlich sind. Also mir zumindest. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Bei anderen Aspergern kann es ja sein, dass es nicht so ist, dass da so was blockiert oder dass es eben bei mir so eine Sache ist, aber ich kann euch ja nur erzählen, wie es aus meiner Sicht ist. Oder vielleicht auch ein wenig von Theo, der allerdings sich weigert, vor die Kamera zu treten. Meine Eltern kennen den noch nicht mal. Das ist ganz schräg. Mit dem bin ich jetzt schon seit Jahren befreundet. Meine Eltern, eigentlich kennt ihn keiner aus meinem Bekanntschaftskreis. Weil er eben irgendwie sagt, er will das nicht. Er will keine neuen Leute kennenlernen. Da ist er einfach, ist seine Linie und ich akzeptiere das. Aber ist eben auch schön, wenn du jemanden hast, mit dem du, auch wenn du mal nicht reden kannst, weil er es versteht, weil er weiß, was du sagen willst, obwohl du es nicht sagst. Ja, und natürlich ist es so, dass wenn du weniger Schlaf hast oder wenn du angestrengt bist oder wenn du einfach empfindlicher bist, kann es passieren, wenn es heute anfängt zu regnen, kann es mir passieren, dass ich in einen Overload rutsche. Einfach nur, weil ich seit Tagen schlecht schlafe und mein Gehirn total eh schon am Trädchen dreht. Das kann natürlich auch sein. Also wirklich, heute macht meine Isa ein Verzahl. Das ist ja schrecklich.
Ja, aber es ist einfach so klein. Sie putzt sich. Ich möchte betonen, sie putzt sich. Das klingt bei ihr immer so, weil sie sich nie im Sitzen putzen kann, sondern sie liegt immer hin zum Putzen. Es sind einfach so Kleinigkeiten, die große Wirkung haben, wenn man so will. Und ja, ich versuche dann mein Bestes, um trotzdem euch, auch wenn ich da mal einen Overload habe, ein Video zu drehen. Das kann ja jederzeit passieren und es ist ja nicht so, dass mich dann einer anruft und sagt, hey du, in 3 Tagen, ne, bereite dich drauf vor. Sondern es passiert dann einfach. Ich hätte mir froh, wenn ich da so ein Vorwarnsystem hätte. Ich weiß bis heute auch nicht, wann es das auslöst oder warum es mal kommt, mal nicht. Also da muss ich noch viel drüber lernen. Ich weiß nur, dass ich danach immer ein extremes Hungergefühl habe. Also danach kann ich mich dann tagelang erstmal mit Essen vollstopfen, nehme aber kein Gramm zu, weil mein Körper so angestrengt und ausgezehrt ist, dass er einfach mehr braucht. Ja. Und ja, also noch habe ich kein Overload. Sieht man daran, dass ich noch reden kann und aufrecht sitzen. Aber ich bin heute einfach auch nur total erschöpft. Und ja, wenn ich das merke und diese Vorzeichen sehe, fahre ich heute einfach auch etwas die Energie runter. Naja, zumindest morgen erhole ich mich dann besser, weil heute habe ich noch viele Pläne. Also jeden Freitag meine Freitagspläne. Heute ist endlich nach wochenlangem Warten mein Spiel Assassin's Creed angekommen. Da habe ich mich schon riesig drauf gefreut. Das möchte ich auf jeden Fall heute noch zumindest installieren. Ich gehe nachher noch zu Babette oder wir bleiben hier, das kommt drauf an. Ich muss mir endlich diese Haare mal wieder waschen. Die sehen, nennen wir es mal, bescheiden aus. Ja, und dieses Video hochladen. Dann ist mein größtes Ziel des Tages heute einfach mal, und das ist jetzt ein Satz, wo meine Mutter mir gleich wahrscheinlich sagen wird, das sagst du jeden Tag, aber ich möchte heute einfach mal früher ins Bett gehen, weil ich bin einfach nur noch müde. Ich habe heute, glaube ich, 5 bis 6 Stunden Schlaf bekommen und das ist bei mir viel zu wenig, weil ich muss mehr auf meinen Schlaf achten als andere. Ist blöd, ist aber eben so. Naja, ich mache euch mal ein Video zum Thema Schlaf, weil das ist bei mir auch so ein ganz komisches Thema. Ja, also dann bis nächsten Freitag oder bis Mittwoch. Kommt drauf an, welche Videorhythmus ihr euch anschaut. Zu Halloween möchte ich euch vielleicht ein kleines Spezial drehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich da noch keine konkreten Pläne habe. Oder schreibt mir doch mal hin, was ihr gerne wissen würdet zu diesem Thema. Ob es da irgendwas gibt, wo euch interessiert. Mein Gott, mein Hase macht einen Verzerr. Über ein Abo freue ich mich immer. Schreibt mir Fragen in die Kommentare. Ich versuche euch alles zu beantworten. Auf Facebook bin ich auch. Da könnt ihr mir auch Fragen schreiben. Und natürlich könnt ihr mir auch über E-Mail Fragen stellen. Das wäre dann die bell.riedmeier@outlook.com. Ja, also dann bis nächste Woche und ciao.